Das große Finale beim Weltcup der Herren in Barcelona. Zwischen ihm, dem Weltranglisten Ersten aus China, Wang Hao. Und das ist der Olympiasieger aus Südkorea. Das ist Ryu Sung-min, der die anderen beiden Top-Chinesen, nämlich Ma Lin und Wang Li-Chin, in den Runden vor diesem Endspiel ausgeschaltet hat und sich anschickt, eine solche Serie hinzulegen, wie es Timo Boll 2005 im belgischen Lüttich erging. Für Wang Hao ist das natürlich ein ganz, ganz besonderes Spiel, denn er verlor das olympische Finale 2004 völlig überraschend eben gegen jenen Ryu Sung-min, den damals keiner auf der Rechnung hatte. Der Weg ins Finale, für beide eine sehr souveräne Angelegenheit. Die also herausragenden Spieler dieses Turniers stehen sich im Endspiel gegenüber. Athen, ja, das war nicht irgendeine Niederlage von Wang gegen Ryu, sondern eine nationale Schande für die Chinesen, für die nichts anderes als Gold zählt. Wang Hao nahm das alles ziemlich mit. Er wurde von den Trainern sogar für mehrere Monate aus dem Verkehr gezogen, um sein seelisches Gleichgewicht wieder zu erlangen. Beim Protofinale im Dezember 2004 war er dann zum ersten Mal wieder dabei und gab eine lang ersehnte Pressekonferenz. Ich durfte dabei sein und habe in Peking einen Wang Hao erlebt, der mit zitternder Stimme von den schlimmsten Monaten seiner sportlichen Karriere erzählte und froh war, endlich wieder mit dabei sein zu können. Tränen in den Augen damals bei diesem jungen Mann, der mit 21 dem Riesendruck nicht standhalten konnte. Chinas letzter Hoffnungsträger in Athen zu sein, das Finale gegen Außenseiter Ryu verlor. Die Nummer 1 der Welt erst zum zweiten Mal überhaupt in seiner Karriere in diesem Monat. Einmal war er schon im Dezember 2004. Er ist die aktuelle Nummer 9, Ryu Sung-min. Aber was er in den letzten Monaten und dann auch wiederum allein bei diesem Turnier abgeliefert hat, das ist wirklich sensationell. Und weil er in Reihe Spieler ausgeschaltet hat, die gegen ihn eine hochpositive Bilanz haben. Timo Boll 7:0 stand für den Deutschen vor dem WM-Viertelfinale. Und der Sieger hieß Ryu Sung-min. 11:0 stand für Ma Lin im Viertelfinale bei diesem Weltcup-Turnier. Und Ryu Sung-min gewann. Und 12:3 stand es aus der Sicht von Wang Li-Chin. Und Sie kennen das Ende meines Satzes schon. Deshalb der Vorständigkeit halber, da ist er, Ma Lin, einer derjenigen, die Ryu Sung-min unterlagen. Der Vollständigkeit halber die Bilanz zwischen Ryu Sung-min und Wang Hao, sie lautet aus Sicht des Südkoreaners 2:12. Und die letzten 7 Duelle hat alle Wang Hao gewonnen, unter anderem auch in Barcelona bei einem und demselben Turnier im Gruppenspiel mit 4:1. Es wird in diesem Match hier wieder ganz besonders interessant zu sehen, diese beiden unterschiedlichen Penholder-Stile, beide mit der asiatischen Griffhaltung, aber mit einem völlig anderen Spiel. Und das beziehen wir dann auf die Rückhand, die Wang Hao tatsächlich mit seinem Rückhandbelag spielt.
Und Ryu Soo-min ganz anders, traditionell bei den Penhula-Spielern. Die Rückhand ebenfalls mit der Vorhandseite. Der zweite Belag, also quasi nur pro forma auf dem Schläger aufgeklebt. Jetzt geht's los. Haben Sie den ersten Versuch von Walhau gesehen? Schwierigkeiten mit der Startnummer. Das ist wirklich beeindruckend. Ich habe Wang Hao schon oft spielen sehen, aber muss sagen, noch nie so gut wie bei diesem Turnier. Diese Rückhand enorm verbessert. Er spielt sie mal weich mit viel Effet, mal knallhart, auch aus der Halbdistanz. Und da wird der Dauerläufer aus Südkorea ganz, ganz schnell auf den Beinen sein müssen. Mit ganz anderen Mitteln, aber auch erfolgreich, Ryu Soo-min. Und das ist ja gerade auch mit das Faszinierende an dieser Sportart. Das ist sowohl technisch, taktisch, als auch in vielerlei anderer Hinsicht so viele Wege zum Erfolg gibt. Gut mit der Vorhand gepunktet, auch wenn man das natürlich nicht als Olympia-Revanche bezeichnen kann, dieses Weltcup-Finale. Muss man doch sagen, dass vor allen Dingen für Wang Hao das ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist, rein emotional. Und nebenbei gilt es, den ersten großen internationalen Titel auch zu gewinnen, der ihm noch fehlt. Zwar Asienmeister geworden in diesem Jahr, was auf dem asiatischen Kontinent sehr viel gilt. Aber im internationalen Vergleich hat der Weltcup natürlich noch einen deutlich höheren Stellenwert.
Was bei Wang Hao vom ersten Ballwechsel des ersten Spiels an mir aufgefallen ist, ist eine eminent positive Körpersprache bei diesem Turnier. Dieses Endspiel beginnt so ausgeglichen, wie es viele erwartet haben. Nach den überragenden Leistungen dieser beiden Spieler in den Matches davor. No! Und der erste Satzball in diesem Finale. Der gebührt Ryu Songmin. Ja, der Aufschlag war zu lang geraten. Das konnte man im Ansatz schon erkennen. Natürlich passiert das auch Weltklasse-Spielern immer mal wieder. Und nun zum ersten Mal für Wang die Möglichkeit, diesen ersten Satz zu seinen Gunsten zu beenden. Schlägt er am Ball vorbei. Unglaublich. Da hat er Ryu Songmin schon am Boden und trifft die Kugel nicht. Verdammt ärgerlich für Wang Hao. Satzball wieder für Ryu nun. Zweite Chance, den ersten Satz zu gewinnen. Und da macht er nichts mehr. Ist froh, noch einen Ball zumindest aus der Halbdistanz zurückzubekommen, aber das war's dann. Und bei ihm weiß man nie, ob sein Spieler gerade 8 Matchbälle hat oder hoffnungslos zurückliegt. Liu Guoliang. Leo nicht gerade so das Energiebündel hinter der Box. Ganz anders dagegen Wang Hao. Nach 2 Möglichkeiten für Ryu, jetzt die zweite für Wang. Und der kann sie nutzen. Hart umkämpfter erster Satz in diesem Endspiel beim Weltcup der Herren in Barcelona. 14:12 für den Weltranglisten ersten Wang Hao. So kann es weitergehen. Gleich hier natürlich bei Eurosport. Ryu Songmin, der Olympiasieger aus Südkorea, hat seine Chancen nicht nutzen können im ersten Satz. Dafür sein Gegner Wang Hao, der Weltranglisten erster aus China. Er hat den Eröffnungssatz dieses Weltcup-Endspiels ganz knapp mit 14:12 für sich entschieden. Und nachdem er ohnehin schon sehr, sehr positiv sich präsentiert hat in den Tagen von Barcelona, wird er natürlich jetzt erst recht
nochmal einen Schub bekommen haben. Und das wird sicherlich jetzt für Rio keine leichte Aufgabe. Der erste große internationale Titel für Wang Hao. Er ist natürlich überfällig. Aber er muss ihn dann tatsächlich auch mal gewinnen. Ich kann immer nur wieder meine Begeisterung schildern über diese Rückhand. Das ist wirklich phänomenal. Er punktet mittlerweile ja fast häufiger mit der Rückhand als mit der Vorhand. Und dabei ist dieser Schlag, dieser Penholder Rückhand Topspin ja eine Technik, die vor 10 Jahren noch gar keiner für möglich gehalten hätte. Aber dann kam Liu Guoliang, der heute als Cheftrainer hinter der Box sitzt und brachte diese Innovation auf den Weg. Das Ganze haben dann Malin und Wang Hao perfektioniert und letzterer Wang Hao hat da nochmal einen ganz, ganz großen Sprung gemacht. Für meine Begriffe. Und so aggressiv habe ich ihn noch nie mit der Rückhand agieren sehen. Ja, und da trifft er sogar noch solche Blockbälle mit der Rückhand. Die lange Vorhandseite, natürlich eine Achillesferse bei Ryu. Für den Südkoreaner ist diese Finalteilnahme das mit Abstand beste Weltcup-Ergebnis. Bei der 4. Teilnahme hat es zuvor noch nicht einmal ins Halbfinale geschafft. Aber scheint ein gutes Jahr für Rio zu sein. Bronze bei der WM, jetzt im Weltcup-Finale. Das ist der Hammer, was dieser Mann spielt. Da hätte er ihn ausgetrickst, aber auch das funktioniert nicht. 11:3, was für eine Demonstration von Wang Hao, der den Schwung des knapp gewonnenen ersten Satzes mitnimmt in den zweiten Durchgang und da seinen Gegner phasenweise regelrecht vorführt. Also Wang Hao zeigt bei diesem Turnier, dass er nicht mal eben zufällig an die Spitze der Weltrangliste sich katapultiert hat in diesem Oktober.
auch drei Pro-Tour-Siege in diesem Jahr sprechen für sich. Und Marlin weiß, das ist ein ganz, ganz, ganz harter Konkurrent, der jüngere Landsmann. Das Zeug, Olympiasieger zu werden im nächsten Jahr in der Heimat, das haben sie alle drei, die beiden Wangs und Marlin. Es ist natürlich so, dass diese andere Rückhand Wang Hao viel größere taktische Möglichkeiten auch bietet. Er ist nicht wie Ryu Sung Min permanent gezwungen, seine Rückhand zu umlaufen und steht deshalb häufig auch viel besser zum Ball. So ein bisschen so der Teenie-Schwarm in China. Und die Mädels dann in der Halle ihre Zeitschriften auspacken und die Wang Hao-Poster sich begeistert anschauen, das ist schon ein Anblick für sich. Aber der Olympiasieger ist wieder da. Nachdem er im zweiten Durchgang ziemlich neben der Spur war. Zwei tolle Punktgewinne jetzt von Ryu Sung Min. Und diese Gesten, die deute ich mal so in Richtung, was soll ich denn noch machen? Ich spiele doch wirklich nicht schlecht. Umso wichtiger jetzt dieser Punktgewinn zum 7:5. Wirklich eine Serie von klasse Ballwechseln in diesem Endspiel. Boah, und das hat er auch wieder so intelligent gemacht, Wang Hao. Und erneut wieder in die lange Vorhand geblockt. Genau damit hatte Ryu vielleicht nicht gerechnet. Dass es Wang zweimal in Folge
so probiert, aber selbst wenn, da wären selbst die schnellen Beine des Südkoreaners nicht mehr dran gewesen. Nicht mehr schnell genug. Auszeit. Rio hat gemerkt, jetzt drohe ich diesen dritten Satz auch noch zu verlieren. Muss in diesem Endspiel kurioserweise ohne Coach auskommen. Für unsere Übertragung heute Morgen verfolgt haben, da ist ja der Nationalmannschaftskollege, da ist Oh Sang-eun in die Bresche gesprungen. Rio Rio, Sprechchöre in Barcelona. Die Halle ist nicht zum Bersten voll, aber wir haben auch schon schlechtere Kulissen gesehen in Ländern, in denen es keine große Tischtennistradition gibt. Das ist natürlich viel zu hoch, der Rückschlag. Jetzt zweimal die Möglichkeit. Und dann vielleicht schon vorentscheiden, mit 3:0 in Führung zu gehen. Und den holt er auch noch. Das ist sensationell, was dieser Mann spielt. Wang Hao in der Form seines Lebens. Und das ist natürlich frustrierend für einen Ryu Seung-min. Viel besser kann man ja gar nicht mehr spielen. Und auch das reicht nicht aus. Ihm fehlt der psychologische Beistand, der ihn vielleicht jetzt nochmal aufbauen kann, Ryu. Und Wang Hao fertigt die Weltklasse nacheinander ab. Letzte Chance für den Olympiasieger. 0-3. Legt er zurück nach Sätzen. Und der vierte Durchgang. Er beginnt gut für ihn. Von der Optik her sicher eines der attraktivsten Matches bei diesem Weltcup. Und da kann man schon nachvollziehen, dass Rio da allmählich anfängt,
zu verzweifeln, denn die gute alte Taktik, spiele den Penholder-Spieler möglichst häufig auf der Rückhandseite an. Also die gilt ja nun wirklich nicht gegen Wang Hao, wenn der so spielt wie heute. Ryu Soo-min, 25 Jahre alt. Und man hat wirklich in diesem Finale das Gefühl, je mehr sich Ryu Soo-min steigert, je besser er spielt, desto besser werden auch noch die Antworten von Wang Hao. Was der da nicht nur zurückbringt, sondern dann auch noch aggressiv auf den Tisch platzieren kann, das ist wirklich allererste Sahne. Also der Südkoreaner kann die Partie ein bisschen, einen Tick ausgeglichener gestalten als Timo Boll das Halbfinale gegen Wang Hao. Ein Satzgewinn fehlt aber auch Ryu noch. Und es wird allerhöchste Eisenbahn bei 0-3 und 5-7. Anschauungsunterricht auch für Timo Boll und Herren Bundestrainer Richard Brause. Und vielleicht werden wir irgendwann zurückblicken und sagen, dieser 14. Oktober 2007, das war der Wendepunkt in der Karriere von Wang Hao. Und vielleicht wird das schon in weniger als einem Jahr sein, wenn in Peking olympisches Gold vergeben wird. Auf jeden Fall müssen wir festhalten, dass Wang Hao in Barcelona unter Beweis gestellt hat, dass er zurzeit klar der beste Spieler der Welt ist. Das kann sich natürlich noch ändern bis zum nächsten Sommer. Aber im Moment scheint er auf einem sehr, sehr guten Weg. Da wären es fast schon 4 Matchbälle gewesen. Aber der Chinese verzieht. Jetzt hat er aber dreimal die Möglichkeit, zum ersten Mal in seiner Karriere den Weltcup zu gewinnen. Ich habe es vorhin gesagt, überfällig, so ein großer internationaler Titel für den 23-jährigen Chinesen. Und deshalb freut er sich auch ganz besonders über diesen 4:0 Triumph im Endspiel gegen den Südkoreaner Ryu Soo-min. 4:0 hat er auch im Halbfinale gegen den Deutschen Timo Boll gewonnen. Eine eindrucksvolle Demonstration des zurzeit besten Spielers der Welt. Wang Hao, vielleicht
dabei aus dem Schatten von seinen Landsleuten Wang Nichin und Malin zu treten. Sie sehen nochmal das Resultat. Vielleicht, wenn Rio den ersten Satz gewonnen hätte, wäre die ganze Sache ganz anders ausgegangen. Aber es ist nicht der Fall und Wang Hao gewinnt endlich seinen ersten großen internationalen Titel. Er hat wirklich gezeigt, warum er da ganz oben steht im Moment. Ein toller Erfolg für ihn in der noch jungen Olympiasaison, die für den 23-Jährigen natürlich in Peking mit dem Olympiasieg gekrönt werden soll. Glückwünsche von den Trainern, von den Mannschaftskameraden und der Ryu Songmin. Er hat ein tolles Turnier gespielt, hat einmal mehr gezeigt, dass er einer von ganz, ganz wenigen ist. Im Grunde genommen sind es eigentlich nur zwei, Timo Boll und der Südkoreaner, die es ab und zu schaffen, in die Phalanx dieser drei Top-Chinesen hineinzubrechen. Timo Boll, er beendet das Turnier trotz einer grippalen Zwangspause als Vierter und damit ist er der beste nicht-asiatische Spieler, der beste Europäer. Barcelona hat aber auch gezeigt, dass Boll den besten Chinesen im Moment noch nicht Paroli bieten kann, aber schließlich gilt es, diese absolute Topform nicht jetzt, sondern im nächsten Sommer zu erreichen. Soweit der Weltcup 2007 mit mir. Ich bin René Adler. Ahoi.